Sie machen mehr als waschen, schneiden und föhnen. Die Friseurinnen im Marienheim Raren sind Kummerkasten, Unterhalter und Schönheitsbeauftragte zugleich. Vera Rademacher und Sandra Flaas arbeiten fast täglich im Salon auf der zweiten Etage und verwöhnen die Bewohnerinnen und Bewohner. Dabei unterscheidet sich die Arbeit im Altenheim sehr von der in einem ganz normalen Salon. Viel anstrengender und auch man muss sich mehr mit den Kunden, vor allen Dingen, wenn man demenzkranke Leute hat, ist natürlich schon sehr extrem. Da müssen wir oft noch Hilfe von den Pflegerinnen oder so holen, weil die Leute ja auch Angst haben. Angst haben vor Wasser oder vor der Schere. Ist schon ist ganz anders, muss ich sagen. Auch die Produkte sind andere. Oft sind Haarshampoo und Co. aus der Apotheke, weil sie verträglicher sind. Vera Rademacher weiß, wovon sie spricht. Sie hat viele Jahre in Friseursalons gearbeitet. Seit 11 Jahren arbeitet sie im Marienheim. In der Zeit erlebt man vieles, lernt die Bewohner und ihre Geschichten mit und mit besser kennen. Ich kann mich ganz am Anfang an eine Frau erinnern, wo die ich dann holen wollte. Und da war die gestorben und die Tochter sagte, das wäre ihr größter Wunsch gewesen, noch einmal zum Friseur. Da habe ich lange mit mir kämpfen müssen, da ich das nicht geschafft hatte, sie vorher zu holen. Da hätte sie sich so gefreut, noch mal die Haare schön zu haben. Alle 14 Tage kommen Bewohnerinnen wie Rita Kolvenbach in den Salon. Früher hatte sie rot gefärbte Haare, mittlerweile mag sie ihr graues Haar. Sie kommt gerne, kennt die Friseurinnen schon seit Jahren. Im Marienheim geht man mit dem Trend. Die typische Dauerwelle wird zwar noch gemacht, aber viele wollen auch einfach nur einen neuen Schnitt. Moderner eben. Auch die anderen Damen kommen gerne und genießen das Gewusel um sie herum. Ihr Äußeres ist den Seniorinnen auch jetzt noch sehr wichtig. Wenn die Haare nicht in Ordnung sind, sieht man die auch nicht aus. Wa? Da sieht man verwildert aus. Das möchte man ja. Nee, um Gottes Willen. Gerade vor Weihnachten gehört der Friseurbesuch für viele einfach dazu. So kann man frisch frisiert in die Feiertage starten. Aber auch sonst ist es für die Bewohner ein echtes Highlight, Vera Rademacher und Sandra Flaas einen Besuch abzustatten. Auch, weil sie so für ein paar Stunden dem Alltag entfliehen können.